Moin zusammen, es geht jetzt zu zweit nach Tanglewood mit drei Beweisen, weil wir brauchen noch eine Spiritbox-Antwort und wir versuchen noch diese Geisterfotos zu kriegen, was man ja mit den Dots einerseits versuchen kann oder wenn man Glück hat, dass es ein Event gibt. Also ich bin jetzt bei 8, okay, und die Spiritbox brauchen wir noch. Mal gucken, ob wir das schaffen. Bin ich mal gespannt. So, Motion Sensor Crucifix Ghost Event, wir brauchen eh ein Event. Hoffentlich wird es kein Airball. Dann rein da, mit drei Beweisen ausnahmsweise. So, sie bringt noch die restlichen Items. Wie ihr seht, wir haben hier schon mal wieder ein kleines Chaos verursacht, ein kleines Upsi. So, kein Versteck hier. Ach Mist, hier ist auch keins. Hoffentlich im blauen Zimmer. Hoffentlich sind die nicht. Ich habe hier irgendwo was fliegen hören. Der Geist hat einen fliegen lassen. Geist lässt mal wieder. Oh, der Breaker ist in der Garage. Bin ich bescheuert? Dafür gehe ich in den Keller. Nö. Knochen, bitte sei hier, komm. Sei irgendwo hier. Sei hier. Ja, Knochen ist in der Garage. In dieser kleinen Kiste hinter der Tür. So, wo hast du was geworfen? Ich habe doch was gehört. Ich habe irgendwo was gehört hier. Hier, der Laptop. Master Bedroom vielleicht. Oder Wohnzimmer. Hier die Tür gerade. Meine Laterne. Master Bedroom wahrscheinlich. Ich bin ja wieder mit zwei Beweisen, ne? Ja. Ja klar, weil wir ja die Spirit Box rausfinden wollen, weil wir die ja brauchen. So. Ich brauche einen Glowstick da für die eine Tür. Okay, ich habe ihn schon. Dann bring noch die Kameras und die Dots. Hast du was geworfen, okay? Okay, keine Fingies. Klopfi. Moment mal, wo hast du jetzt geklopft? Hier oder was? Ah, hier hast du geklopft, okay. Aber keine Fingies. Okay, Fingies sind wahrscheinlich raus. Das war das Fenster. Okay. So, Sensoren. Salz. Machen wir einen Sensor schon mal hier hin, um zu gucken, ob der zu uns kommt. Einen Salz können wir auch hier hin machen. Die Kamera soll eigentlich genau umgekehrt hingestellt werden, wegen den Orbs und den Türen. So. Wo sind die? Die Ich habe sind den da. Knochen noch nicht. Decken wir mal hier ab. Was hast du geworfen? Der ist zu bauen. Hä? Wo wirft er denn jetzt? Wirft er im Wohnzimmer Sachen? Hä? Ich höre doch hier Tasten. Was? Ach Welche? nee, jetzt ist auch immer alles umsonst auf. Hä, wo wirft der denn jetzt Tassen? Ja, bei Temperatur hier ist immer noch niedrig im Master Bedroom. Ja, Zwillinge oder vielleicht Wraith oder sowas. Den Knochen, den hast du schon versorgt, ne? Wo war der? In der Garage hinter der Tür da, in der Kiste. Muss ich schnell machen. Ah, und Salz ist er schon gelatscht. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Wo ist denn die Kamera? Hä? Bin ich jetzt total bescheuert?
Der macht hier Interaktion, aber ich kann keine Fotos machen, weil hier keine Kamera ist. Oh, dort! Und Buch! Okay. Die Ochen oder Faye, bitte seien die Ochen, bitte, bitte. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Mist, mein Audio ist kaputt. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Schon wieder ein Fade. Zweimal hintereinander, ha? Huh? Toll, zweimal hintereinander ein Fade. Sag mal, schwebt bei dir das Buch auch noch? Ja, schwebt, ja, ja. Lustig. Ja, witzig, ey. Was hast du denn hier geworfen? Muss ich ja nicht verstehen, ne? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Ich bin auch blöd, das Licht ist ja noch an. Auch etwas Lustiges, was ich gesehen habe. So Leute, die grinden können, die schon mega hohen Prestige-Level haben, vergessen das Licht auszumachen bei der Box, wisst ihr? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Wo ist die andere Fotokamera? Wir müssen versuchen, Fotos zu machen vom Geist mit den Dots. Ja, weil dann können wir nämlich auf die Dots warten und da wieder die Fotos machen. So. Das Kruzi muss hier auch noch rein. Wo ist denn das Kruzi? Ja, dann ist unser Raum eben nicht abgesichert, auch egal. Doch, Kruzi habe ich schon reingeworfen, im Geisterraum vorne. Ja, aber da ist doch schon meins. Du weißt doch, eins immer für uns zum Absichern, eins für den Geisterraum. Wo ist denn die Kamera hin? Hier ist auch keine. Ja, guck mal, ob eine im Truck ist. So ist krass. Nix. Habe ich das andere Salz hier eigentlich fotografiert? Das hier habe ich fotografiert? Womit hast du denn interagiert? Merkwürdig. Wir lassen den übrigens gerade wieder altern, ne? Das am Stuhl habe ich fotografiert. Okay. Was ist mit dem hier? Jetzt sind alle noch hier im Truck. Ja, ich habe doch gesagt, du sollst noch Items nachbringen. Weil ich schon den Breaker anmachen hier. Ist immer das Gleiche. Ich sag hier, sie soll immer noch die Sachen nachbringen, während ich schon meinen Breaker anmachen gehe, um was Zeit zu sparen. Aber ja. Letztendlich verschwenden wir dadurch immer Zeit. So. Okay, dann zeig uns mal den Dots. Du bist ein Fae, also du müsstest das oft machen. Ja, lass die doch für dich. Du sollst doch da dein Foto kriegen vom Geist. So. Hoffen wir mal, dass es klappt. Ist natürlich sehr schwer, ne? Na, Mist! Das war viel zu weit weg, Freund! Ah, sie hatte gerade die Dots gemacht, ey. Stell dich da mal vorne an die Tür vom Geisterraum und guck mal, ob du sie auch kriegst. Aber bei mir war sie zu weit weg. Ich weiß nicht, ob es gezählt hat. Ah, die war da um die Ecke. Das hat, glaube ich, nur als zwei Sterne gezählt oder vielleicht gar nicht. Ich weiß es nicht genau. Nee, hat nicht gezählt. Nee, bei mir hat es nicht gezählt. Aber schau, dass du nicht im Geisterraum bist, damit wir sie nicht zu viel altern lassen. Tja, jetzt hast du wieder das gleiche Geduldsspiel wie vorhin. Also es ist der gleiche Durchlauf wie vorher auch, ne? Also hoffen wir mal, dass das ein Ghost Event gibt. So. Okay, sie ist schon noch ein bisschen aktiv. Das heißt, hoffentlich ist sie noch nicht zu alt, weil wenn sie jung bleibt, dann macht sie auch eher ein Ghost Event. Wenn wir sie jetzt zu sehr altern lassen, dann macht sie keine Ghost Events mehr. Schon wieder ein Fay? Ja, ist wieder ein Fay, weil ich krieg nichts auf der Spirit Box und ein Deochen hat zwingendermaßen die Spirit Box, also kann es nur noch ein Fay sein, also wieder ein Orb.
hinten. Bei mir gerade eben war sie da um die Ecke gewesen, weißt du? Deshalb hat es bei mir nicht gezählt. Ist schwer, ne? Ja, ja, vor allen Dingen ist es wirklich immer nur sehr kurz zu sehen. Ich weiß nicht, manchmal bleiben die sehr lange da drin stecken in den Dots und bleiben auch auf einer Position, aber manchmal ist das so dermaßen kurz, da muss man so schnell sein und auch nah genug dran sein, damit es 3 Sterne wird. Ja, hatte ich eben Glück, ne? Ja. Ja, jetzt müssen wir einfach kann mir eben, noch was Geduld haben. Kann mir eben auf, kann mir eben auf mich zugekrabbeln. Ja, so funktionieren ja die neuen Dots, ne? Die laufen auf einen Spieler zu. Deshalb ist es eigentlich besser, wenn man im Geisterraum ist, aber ich will diesen Geist jetzt nicht wieder altern lassen. Deshalb müssen wir außerhalb vom Raum bleiben. Es ist auch gut, solange sie sich da hinten bewegt, dass wir sie nicht altern lassen. Okay, wir versuchen es nochmal mit den Dots-Fotos. Das kann ewig dauern. Also bis gleich. Ach ja, übrigens, viele Leute haben ja Probleme mit der Spiritbox oder dem, wenn man den Geist, den Bereich des Geistes smudgen will. Macht einfach das, da. Sie ist gerade in den Sensor dahin gelaufen und schmeißt den Smudge rein. Dann erbe ich dir den Geist auf jeden Fall. Gleiches gilt für die Spiritbox. Sitzt in der Nähe von dem Sensor. Und, sobald sie durchläuft, wisst ihr, okay, sie ist auf jeden Fall hier in dem Raum. Steht daneben und redet mit dem Geist. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ja, man muss extra den Sensor reinbringen. Das nimmt ja Zeit weg. Aber ganz ehrlich, wenn ihr da auf ein Ghost-Event wartet, um die Spiritbox zu benutzen oder den Smudge-Stick, das nimmt zum Teil mehr Zeit weg, als wenn ihr jetzt einfach da den Sensor mal kurz dahin platziert und einfach wartet, dass sie kurz reinläuft, um zu bestätigen, dass ihr sie auch erwischt mit dem Smudge oder der Spiritbox, wisst ihr. Ist nur so ein kleiner Tipp. Müsst ihr natürlich nicht machen. Ich meine, es macht's einfacher. Ach, scheiße, die Aufnahme. Ich will mal ein Buch angucken, du. Das ist doch Abend. Ja, das erste war so ein Ghost-Event da und dann danach hat sie in Hand gemacht und sie hat davon gestartet. Scheiße, die Aufnahme hat jetzt nicht gelaufen. Da muss ich das Buch hier noch zumachen, weil ich ja nichts gesehen habe. Ihr habt, tut mir leid, ihr habt... Ich bin los hier ran, da habe ich die ganze Items weggeworfen, mit schnell in die Garage. Tut mir leid, Leute, ihr habt gerade einen mega knappen Hand nicht mitbekommen. Tut mir wirklich leid, die blöde Aufnahme hat nicht gestartet, obwohl ich den dummen Knopf gedrückt habe. Sorry, aber ihr werdet gleich noch eine Hand sehen. Sie ist noch jung. Sie war schnell. Warum macht sie kein Ghost-Event? Sie müsste noch jung sein. Ich dachte vorhin jetzt echt, das war's mit ihr, weißt du? Ich habe extra gewartet, bis sie da sichtbar wird. Sie hat, glaube ich, vom Wohnzimmer aus gehuntet. Kann das sein? Glaube ich nicht, weil ich bin ja am Wohnzimmer vorbeigeflitzt. Ja, aber ich habe ja gewartet, bis sie sichtbar wird und sie kam, glaube ich, hier von dem Sofa und ich habe ja gewartet, damit ich sie smudgen kann, damit du weglaufen kannst und sie ist dann hier mir hinterher und du warst nicht da und dann dachte ich, scheiße, wo ist die jetzt? Und deshalb habe ich sie immer wieder hier hingelockt, weil ich nicht wusste, wo du warst. Ja, ich war in der Garage mit Versteck und dann lief die aber irgendeine Tür da vorbei. Ja, wahrscheinlich am Schluss, als ich sie nochmal hier hingelockt habe. Am Schluss ist sie wahrscheinlich da hinten hingelaufen. Aber warum huntet sie jetzt nicht mehr? Ich würde ja gerne das Kruzifix da aus ihrem Raum rausholen. Warum macht sie kein Ghost-Event? Oh, jetzt hat sie versucht zu hunten. Ich guck mal kurz nach der Sanity. Daran weiß ich, wie jung sie ist. So, also, sie hatte vorhin ein Hunt ist durchgegangen. Da hat das Kruzi gar nichts gemacht, weil sie irgendwie vom Wohnzimmer kam. Okay. Unsere Sanity ist wirklich sehr niedrig, aber sie klang vorhin noch so schnell. Das ist echt komisch. Aber sie war schnell vorhin. Was heißt denn? Hand! Nee, Event! Mach ein Foto! Schnell! Da! Fotografier sie! Fotografier mehrmals, damit es auch zählt. Fotografier immer weiter. Hallo! Das machst du schön, lieber Geist. Dankeschön. Das hier ist für dich. Okay, raus hier. Oh mein Gott, das haben wir ja jetzt Glück gehabt. Das hat ja jetzt gut geklappt. Der arme Geist hier im Blitzlichtgewitter da, wie so ein Promi, weißt du, roter Teppichgeist. Och Mann, für mich hat's nicht gezählt. Das war lustig. Für mich hat's nicht gezählt. Guck mal, ob es für dich gezählt hat, ob deine Zahl jetzt höher gegangen ist bei den 3-Sterne-Fotos. Für mich hat's nicht gezählt, schade. Weil das vorhin das eine Dots-Foto daneben ging. Glaube ich, weil es war dann 1 oder 2 Sterne und danach zählt es nicht mehr. Ja, cool. Ist ja perfekt. Dann hat sich das für dich immerhin gelohnt. Ja, okay. Alle Aufgaben sind erledigt. Perfect Game. Abfahrt mit Faye. Ich bin mal gespannt, wie weit sie jetzt gealtert ist. Das interessiert mich jetzt mal. Sorry, dass ihr diesen knappen Hand und alles verpasst habt. Ich kann euch nur sagen, sie war schnell. Ich würde mal sagen, sie ist vielleicht... Oh,
3 oder 4 Mal gealtert. Wir haben ein Perfect Game, aber wie gesagt, ja, es ist. Für mich ist das wenig Geld, weil 4,33, das ist halb so viel wie das, was wir sonst immer kriegen, mit unserem Nullbeweis durchlaufen. 5 Mal, okay, habe ich gut geschätzt. Das heißt. Wie war das nochmal? Bei 5 Mal handelt sie, glaube ich, ungefähr um die 50%, ist aber trotzdem noch minimal schneller und sie war schneller. Vielleicht ist sie ja auch noch einmal gealtert, als sie da stand, bei dem Ghost Event jetzt am Schluss, dass sie da nochmal eine Stufe gealtert ist. Vielleicht war es eine 4 vorher. Aber super, hat gut geklappt. Tut mir nochmal mega leid. Ich dachte, ich habe den blöden Knopf gedrückt. Das ging alles so schnell, ich konnte nicht so schnell wieder auf die Aufnahme gehen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.